der Untertitel des Rings ist ja ein Bühnenfestspiel in drei Abenden und einem Vorabend. Und das kann einen ja schon ein bisschen stutzig machen. Warum steht da nicht einfach in vier Abenden? Aber das Rheingold als Vorabend erzählt eben eine Geschichte, die eigentlich schon ganz lange zurückliegt, aber die man kennen und auch reflektiert haben muss, um die eigentlichen drei Tage des Rings, Walküre, Siegfried und Götterdämmerung, auch zu verstehen. Trotzdem ist die Walküre als erster Tag in gewisser Weise ein Beginn, weil hier ein fortlaufender Handlungsstrang vom Anfang der Walküre bis zum Ende der Götterdämmerung etabliert wird. Das heißt, wir können dem zeitlichen Geschehen von diesem Anfang aus folgen. Und der eigentliche Anfang liegt gar nicht im Vorabend, wo wir zwar die Geschichte erzählt bekommen, wie Gottvater Wotan den Ring des Nibelungen stiehlt, um damit eine Schuld begleichen zu können, nämlich die Götterburg Walhall überhaupt bezahlen zu können, sondern der eigentliche Ursprung der ganzen Tragödie liegt in noch mythischerer Vorzeit, als nämlich die Erda in Ruhe wissendem Schlaf weilte, die Quelle der Weisheit rauschte, die Weltesche blühte und der kühne Gott Wotan sich ihm näherte, um aus dem Stamm der Weltesche einen Ast herauszubrechen, einen Speer zu schnitzen und in ihn Gesetzesrunen einzugraben. Seine Idee der Machterlangung, weil er Macht und Liebe wollte, war, mit Gesetzen zu herrschen. Das unterscheidet ihn als Lichtalb maßgeblich vom Schattenalb Alberich, der in Rheingold eben den Ring des Nibelungen hat schmieden können, weil er der Liebe abgesagt hat. Das heißt, der ganze Ring des Nibelungen ist also nun ein Kompensationsprozess, um diesen Urfrevel, der naturmythologisch niemals wirklich akzeptiert worden ist. Das heißt, das eine Auge, was Wotan geopfert hat, ist niemals von der Natur anerkannt worden als gültiger Tauschvertrag, da die Quelle der Weisheit versiegt, die Esche verdorrt, gefällt wird und somit eine blutende Wunde in der Natur klafft, die auch mit allen Kompensationsprozessen, mit Verträgen, mit Verschweigen, mit Verspielen im gesamten Ring des Nibelungen nicht wieder gut zu machen ist. Das heißt also, es ist was grundsätzlich am System verkehrt. Es reicht nicht einfach, sich die Welt anzuschauen vom ersten Tag an, wo es mit der Walkürenhandlung losgeht, sondern man muss eben im Kopf haben, dass die Ursachen, warum die Figuren, die wir hier in extremem Leid erleben, dann tatsächlich in so einer Situation sind und überhaupt abschätzen zu können, was sie dagegen tun können. Dazu muss man die Geschichte des Rheingolds kennen. Im gesamten Ring geht es immer um die Machtlosigkeit der Liebe und die Lieblosigkeit der Macht. Und in der Walküre haben wir nun zum ersten Mal tatsächlich ein Beispiel, wie brutal ein Prozess in Gang gebracht wird, um den Urfrevel aufzulösen. Wotan hat als Welse mit einer Menschenfrau ein Zwillingspaar, Siegmund und Sieglinde, geschaffen und setzt dem nun größter Not aus.
Seine geliebte Frau wird ermordet, das Haus verbrannt, die Tochter verschleppt und zwangsverheiratet mit Hunding. Der Sohn wird als Wölfing maskiert, größter Not ausgesetzt und wird mit Wotan zusammen eben als Welse bzw. als Wolfe verkleidet, verfolgt und gejagt bis zu dem Zeitpunkt, wo selbst Wotan ihn völlig allein lässt. Und in diesem Moment der größten Not treffen wir auf Siegmund, als er dann verfolgt in Hundings Hütte hineinstolpert. Das heißt, was wir hier haben, ist ein Moment von allerhöchstem Leid und allergrößter Not, der sofort vielleicht nicht kompensiert, aber konterkariert wird durch die Liebe, die Siegmund und Sieglinde einander empfinden, wenn sie das erste Mal sich in die Augen blicken. Und diese Beziehung zwischen Mann und Frau steht ganz klar im Zentrum des gesamten Geschehens von der Walküre, ob das im inzestuösen Liebesgeschehen des Geschwisterpaares ist, im Ehestreit von Wotan und Fricka, in der Beziehung zwischen Wotan und seiner weiblichen Willensseite Brünhilde, in der Beziehung von Erda und Wotan. Es geht tatsächlich in der Walküre darum, wie man menschlich einander sich in den Geschlechtern und zu dem eigenen Geschlecht verhalten kann. Und es geht, glaube ich, in der Walküre auch ein bisschen darum, wie ich mit den Folgen dessen, was andere Menschen, Machthaber oder Götter, verbockt haben, fertig werde. Wie verhalte ich mich dazu? Leide ich nur oder rebelliere ich dagegen? Versuche ich, das Schicksal in meine eigene Hand zu nehmen und aufzubegehren, so wie es Siegmund und Sieglinde tun, indem sie bewusst den Tabubruch des Inzests begehen. Und da kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist schließlich so, dass Wotan zwar Macht und Liebe haben möchte, aber wenn man sich anschaut, was er im Namen der Liebe für Leid auf die Welt und über die Menschen bringt, muss und kann man sich natürlich fragen, inwiefern das eine gerechtfertigte Aktion ist. Also alles, was er an Frevel begangen hat, geschieht darum, weil er nicht nur Macht, sondern auch Liebe haben will. Aber was er seinen Kindern antut, ist natürlich von einem unglaublich großen Leid. Und wir haben es hier also mit einer Götterfigur zu tun, die die Menschen aufhetzt, die die Menschen verführt, die die Menschen bestraft und die die Menschen betrügt. Und diesen Moment dann im Namen der Liebe zu reflektieren, ist natürlich etwas, das uns dann eigentlich erst die Erlösung bringt, Erlösung in Anführungsstriche, wenn es darum geht, wie zwei Frauen miteinander interagieren. Wenn Brünhilde nämlich Sieglinde gesteht, dass sie schwanger sei mit dem hehrsten Helden der Welt und wir eines der schönsten Motive im Ring erfahren, das leider häufig als Erlösungsmotiv bezeichnet wird, in Wirklichkeit aber eher ein hoffendes Liebesmotiv ist, dass dann auch erst im Schlussgesang von Brünhilde und am dominantesten dann in den letzten 50 Takten der Götterdämmerung aufstrahlt, wenn deutlich wird, dass diese Form von Erlösung jenseits von Worten, jenseits von Geschichten als eine Art amorpher, entmaterialisierter Liebeshoffnung in die Welt hinausgehen sollte.
Wotan, der wohl die eigentliche Hauptfigur der Walküre ist, obwohl das Stück ja nicht Wotan heißt, sondern eben die Walküre, hat nicht nur Gesetze gebrochen, er hat auch die Ehe mehrfach gebrochen und eine ganze Menge Kinder gezeugt. Von Siegmund und Sieglinde, die er mit einer Menschenfrau gezeugt hat, war schon die Rede, aber das nicht allein. Er hat auch 9 Töchter sozusagen gezeugt. Das sind die Walküren und die erleben wir im 2. und 3. Akt der Walküre. Die bekannteste von ihnen ist Brünnhilde, sie taucht zuerst auf, aber dann gibt es eben auch noch 8 andere. Walküre ist ein Geisterwesen aus der altnordischen Mythologie. Ursprünglich stammt der Begriff von Walre her, was so viel bedeutet wie ein im Kampf gefallener Held. Wagner allerdings nutzt den Begriff Walküre auch in der fast deutsch klingenden Idee von der Auswahl. Wir haben es bei Walvater, Walstatt und anderen Begrifflichkeiten mehrfach im Ring des Nibelungen. Und diese merkwürdigen, lieblos erzogenen Wesen dienen eben Wotan, indem sie im Kampf gefallene Helden einsammeln, nach Walhall bringen, um dort dann als eine Art Armee für Wotans Schutz agieren zu können. Das ist natürlich auch der musikalisch am prägnanteste Moment, der eigentlicher Walkürenritt, im Deutschen als Walkürenritt ganz anders betont. Ein Stück, das die Keimzelle des gesamten Ring des Nibelungen in sich birgt. Wagner hat dieses Stück bereits 1850 geschrieben, als allererste Idee zum Ring des Nibelungen. Das heißt, hier steht die Musik, die unglaublich mitreißend ist, dermaßen im Vordergrund, dass das Stück seit seiner Uraufführung 1876 und wenn man ehrlich ist, sogar schon in einzelnen Produktionen davor, sich eines unglaublichen Erfolges erfreut und sowohl 1979 in Francis Ford Coppolas Apocalypse Now in die Kulturgeschichte eingegangen ist, vorher natürlich in Zweiter Weltkriegspropaganda, in Werbung, bis hin zu Walt Disneys Musicland, Teil der Silly Symphonies von 1935, sich einer unglaublichen musikalischen Beliebtheit erfreut. Ich persönlich glaube allerdings, dass bei den Walküren diesen doch sehr merkwürdigen, ganz einzigartigen Wesen noch eine andere Bedeutungsebene mitspielt. Die Konstellation 1 Mann und 9 Frauen, die gibt es sonst eigentlich nur einmal in der ganzen Kulturgeschichte. Das ist Apoll und die 9 Musen. Und im 19. Jahrhundert war ja dieser Hintergrund der griechischen Mythologie den Menschen noch viel präsenter. Genauso wie die Allegorie, also die Personifizierung von Tugenden oder man nimmt es so wie die Justitia, die dann als Frau dargestellt wurde. Das also war der Hintergrund, mit dem die Menschen dieses Stück ansahen. Das heißt, also jeder dachte vielleicht auch, huch, dieser eine Mensch und seine Abteilungsleiterin oder seine Helferinnen, Das erinnert uns an Apoll und seine Musen. Das heißt, geht es da vielleicht auch um Kunst, um die verschiedenen Bereiche der Kunst? Spielt das so im Hintergrund mit? Es spielt, glaube ich, auf alle Fälle mit, allerdings dann in einer doch negativierten Form. Weil es halt darum geht, nicht etwas Lebendiges zu machen, sondern eigentlich ein bereits im Absterben sich befindendes System aufrechtzuerhalten. Es werden tote Helden nach Walhall gebracht, damit dort dann in der letzten Schlacht über das Ende der Götter entschieden wird. Das ist natürlich ganz im Gegensatz zu dem Leben und Sonne versprechenden Apoll und den Musen zu denken. Also ist das quasi ein Gegenentwurf, der natürlich auch insofern eine interessante Rolle spielt, weil Wagner ja das Stück 1848 im Zusammenhang
Zusammenhang mit der Revolution konzipiert hat. Er selbst war aktiv am Aufstand in Dresden beteiligt und hat dann weit über die nächsten 25 Jahre hinaus an diesem Werk gearbeitet, sodass ganz unterschiedliche Wachstumsmerkmale in Ideologie, in Komposition, in Philosophie, in Musiktheatralik sich in diesem Drama verbinden. Und dann eben ein revolutionärer Impuls sich dahingehend verändert hat, dass er dann hinterher dieses Bühnenfestspiel hervorbringt. Und natürlich geht es bei uns auch gerade um diese Elemente, dass es um eine Bühne geht, eine Bühne auf der Bühne, ein Fest, zu dem wir uns alle versammelt, und als ganz zentralen Begriff natürlich das Spiel, das eben nicht nur bedeutet, dass uns naturalistisch, illusionistisch Figuren eine Geschichte erzählen, sondern dass dieses Spiel, das tatsächlich beispielsweise im Rheingold taucht der Begriff fast 11-mal auf von allen Beteiligten und in den Regieanweisungen, dass die Idee des Spiels etwas ist, das ganz maßgeblich für die Konzeption dieses Abends und aller anderen drei sein wird. Wagner selbst hat nie von Leitmotiven gesprochen, er nennt sie die melodischen Momente. Er hat sich nicht gegen den Begriff Leitmotiv ausgesprochen, aber das Interessante ist, dass wir es ja nicht mit einem Erkennungsmotiv zu tun haben, das sofort eine bestimmte Tatsache wachruft, sondern es sind manchmal Erinnerungen, manchmal Warnungen, manchmal Dinge, die dann erst in der Perspektivierung Sinn ergeben. Vielleicht ein kleines Beispiel im Streit zwischen Wotan und Fricka, wenn sie sich über den Inzest beschwert und fragt, wann man denn jemals solch blutschänderischen Frevel erlebt hat, bleibt Wotan ganz siegessicher, jovial, fast schon humorig und bedeutet ihr, heute hast du es erlebt. Und in diesem lockeren Moment, heute hast du es erlebt, spielen die Celli das Motiv Winterstürme wichen dem Wonnemond, dem großen, fast schon Schubertschen Liebeslied, das im ersten Akt erklingt. Diese Erinnerung ist zwar für uns musikalisch erkennbar, aber die große Frage bleibt natürlich, ist das jetzt ein Moment, das ironisch gemeint ist? Ist das ein Moment, wo Wotan selbst von der Macht der Liebe überrascht ist? Ist das ein Moment, der uns auf eine vielleicht sogar von jeglicher Norm und Konvention losgelösten Form von Liebe in der Schönheit der Kunst und der Musik nahebringen soll? Das heißt, wir haben es zwar mit Leitmotiven zu tun, aber viel wichtiger ist, dass wir Position zu den wachgerufenen Momenten zu beziehen haben und nicht davon ausgehen können, dass wir es mit Leitmotiven, mit einer Art Mosaik spielen können, wo wir dann unterschiedliche Scherben immer zu einem neuen Bild zusammensetzen, sondern dass es vielmehr etwas ist, das uns eine gewisse Positionierung abverlangt. Also ein Chor haben wir tatsächlich nur in der Götterdämmerung. Wagner hatte eine ganz neue Vorstellung von Oper. Er benennt dieses Werk ja auch gar nicht mehr Oper, er redet überhaupt nicht von Oper, sondern von Drama. Das heißt, es ist eine ganz neue Verbindung, wie tatsächlich Text und Musik ineinander zu fließen haben, um dann musiktheatral etwas auszudrücken. Das heißt, den Mythos, den Wagner schaffen wollte als Alternative zum Historismus seiner Zeit, hat zwar sehr viel mit einer kollektiven Erzählung zu tun,
Aber er wählt eben nicht die Perspektive des kommentierenden Kollektivs, wie wir ihn beispielsweise in einem Chor hätten, sondern er fokussiert ganz klar auf die psychologische Dimension seiner Figuren. Wir haben in Götterdämmerung tatsächlich einen Chor, der dann auch davon spricht, dass dieses Werk noch aus einer anderen Kompositionszeit stammt und daher auch noch zum Teil andere musikalische Strukturen besitzt, als das beispielsweise dann das Rheingold hat. Walküre braucht es ja gar keinen Chor, weil es wirklich, weil der Fokus so eng, so dicht auf die Einzelnen, auf das individuelle Leid und Schicksal gerichtet ist, dass die Masse als gesellschaftlicher Echoraum da überhaupt keine Rolle spielt. Also es geht ja gerade darum zu zeigen, dass Siegmund und Sieglinde zum Beispiel komplett allein sind. Da ist niemand, der ihnen helfen kann, niemand, der ihre Partei ergreift, wie es ja sonst in Choropern oft der Fall ist. Da gibt es die einen und die anderen und da ist eine Konfrontation der Massen. Überhaupt nicht. Es ist ja genau das Gegenteil. Wir müssen uns fragen, selbst bei dem relativ skelettierten Geschehen auf der Bühne, was ist denn da überhaupt noch real? Könnte etwa dieser Dialog Wotan-Brünnhilde, der den ganzen dritten Akt beherrscht, nicht eigentlich auch was sein, was nur in Wotans Kopf sich abspielt? Einer der zentralen Begriffe in der Walküre ist sicher die Flucht. Wir lernen Siegmund gleich am Anfang kennen, als er verfolgt wird, als er in Hundings Hütte flüchtet. Siegmund und Sieglinde flüchten am Ende des ersten Aktes. Wir haben Wotan, der seiner Geliebten entfleucht ist und seiner Ehefrau zu entfliehen versucht. Wir haben hinterher Brünnhilde und Sieglinde auf der Flucht. Und dieses Thema der Flucht, der Reise, des Suchen, ist bei uns in der Inszenierung ganz klar in einem Mittelpunkt gesetzt. Nicht nur durch die verschiedenen Koffer, bei denen man das Gefühl hat, ein Kollektiv hat Fragmente der Geschichte und individueller Geschichtchen gestapelt, verpackt, versucht daraus wieder etwas zusammenzubauen, sondern es geht ganz klar zurück in die Anfänge des Rings, als Wagner 1848 selbst nach dem Aufstand in Dresden ins Exil ging und in den folgenden Jahrzehnten über 16 Länder und 200 Städte bereiste. Das heißt, diese Idee eines Suchen, eines Fliehens vor einer Wirklichkeit, eines Flüchten vor einer und in einer Kultur, sind alles Begrifflichkeiten, die deutlich machen, warum wir es hier mit einem scheinbar so instabilen Bühnenbild zu tun haben, wo unterschiedliche individuelle Koffer von vielen verschiedenen Geschichten gleichzeitig erzählen. Und da ist natürlich gerade die Fluchtbewegung, die wir aus der Gegenwart und überhaupt aus den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten kennen, sicher ein treffendes Sinnbild. In vielen Inszenierungen des Rings geht es oder scheint es nur darum zu gehen, zu klären, was ist jetzt das Gold. Das wird dann, je nachdem, was gerade aktuell ist, so durchdekliniert, die einen sagen, naja, das Gold ist Atomenergie, dann wird ein Atomkraftwerk auf die Bühne gestellt, das ist dann Nibelheim oder später ist es dann das Genom oder ist es die Unterdrückung der Frau oder was auch immer. Und unserer Ansicht nach trifft das aber gar nicht den Kern der Sache, weil es geht ja gerade darum, dass das immer wieder neu verhandelt wird, dass die Gesellschaft, sofern sie einmal das Spiel beendet hat, im Grunde gleich wieder anfangen kann zu spielen und durch dieses Spiel zu sehen, was hat sich geändert, was hat sich in der Machtbalance verschoben, was sind jetzt die Dinge, die unser Leben eigentlich bestimmen.
Und darf ich da gleich einhaken? Weil da weist du auf etwas ganz Wichtiges hin, was wir nun leider nicht haben sehen können. Im Rheingold ist es so, dass die Rheintöchter ja, wenn das Rheingold erscheint, deutlich machen, wonnige Spiele spenden wir dir. Flimmert der Fluss, flammet die Flut. Das heißt, der Begriff von Spiel wird nicht nur in der Auseinandersetzung der Rheintöchter im Wasser deutlich, sondern sie lösen hier eigentlich den elementaren Gegensatz von Feuer und Wasser auf. Flammet die Flut. Das heißt, in der Kunst, in dem Spiel, ist etwas möglich, das wir so im Alltag gar nicht kennen. Und da sind wir natürlich an einem Kern, dass wir in einem Spiel etwas schaffen können, nämlich das Auflösen von Normen und Konventionen, die uns im Alltag als Gesetz erscheinen, um das dann als Keimzelle einer neuen Philosophie aus der Kunst heraus zu etablieren. Das mag sich alles sehr verkopft anhören und ist in Wirklichkeit eigentlich aus dem sinnlichen Umsetzung der Musik geboren. Und uns ist es auch ganz wichtig, eben diese Musik strukturell erfahrbar zu machen, sodass man dann mit den Augen und durch die Ohren hin zu einem Moment gerät, wo man tatsächlich seine eigene Alltagswirklichkeit auflösen kann und sich einlässt auf einen neuen Bereich der Kunst.